Und meine Tochter sind immer auf dem Spielplatz oder im Wald gegangen mit den Kindern und da durfte ich immer heimlich mit sie sprechen. Auf einmal sagt doch der kleine Dominik zu mich: Oma, der Tobias Wien hat mich aus Spaß in den Arsch gefickt. Ich sage: Was hast du jetzt gesagt? Immer haben die anderen Kinder alle gekrölt. Ja, Oma, das stimmt. Ich das Telefon ausgemacht und habe zu den Kindern die Polizei hingeschickt. So, was haben sie gemacht? Die haben den Jungen verschleppt nach Rumänien für 2 Jahre. So, dann war meine Tochter da, hat sie den besucht, der war dann einmal hier und dann haben sie ihn wieder nach Deutschland gebracht. Und da habe ich ihn voriges Jahr, 2 Tage vor meinem Geburtstag, habe ich ihn angerufen. Da sagt die Erzieherin: Oh, Frau Ritter, wir sitzen gerade im Auto. Ach, warten Sie, es ist nicht so schlimm, ich rufen. Und da sagte: Oma, können mich mal bitte meine Onkels helfen? Ich sage: Bei was denn, mein Kind? Ich möchte doch von Rumänien meine Sachen wieder haben. Und da ist eine ganz liebe Frau vom Jugendamt, die habe ich angerufen. Innerhalb einer Woche hat der Junge seine Sachen gehabt. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich sage, ich dachte, wir haben in Deutschland Schulpflicht. Na, haben wir doch. Ich sage: Warum geht Dominik schon 2 Jahre nicht mehr zur Schule? So, jetzt ist ein halbes Jahr alleine unterrichtet worden. Da ruft meine Tochter und sagt: So, Mutti, in was für Klasse kommt Dominik? Ich sage: Nein, die sechste. Nee, sagt sie, in der achte. Und jetzt haben sie ihn, weil ein kleiner Ausländerjunge das Bein gebrochen hat und ihn wollte abstechen mit dem Messer, jetzt haben sie ihn aus dem Heim rausgeschmissen. Jetzt ist er zu Hause. Gut, Gabi.